In diesem Video möchten wir Ihnen eine mögliche Problemlösung zeigen, falls der Wärmeschrank der Serie WSR nicht mehr heizen sollte. Trennen Sie zunächst den Artikel vom Strom, indem Sie den Stecker ziehen. Als nächstes müssen Sie die Blende entfernen, in welcher das Thermostat und der Hauptschalter eingebaut sind. Diese Blende ist mit zwei Schlitzschrauben fixiert. Anschließend bestätigen Sie bitte das Sicherheitsthermostat, welches Sie unterhalb des Lüfters finden. Zum Schluss montieren Sie wieder die Blende und stecken den Stecker wieder in die Steckdose. Nun sollte der Artikel wieder wie gewohnt funktionieren.